Hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobbykompanie aus Quickborn und heute mal mit einer Schüttelbox, also eine Geschenkverpackung, in diesem Fall für ein Baby, für eine Geburt, keine Ahnung, wofür das sein soll. Mir war einfach danach. Wir haben ja neu diese tollen Streifen hier für Schüttelkarten und aber man kann natürlich auch mal eine Schüttelbox machen und ich habe auch gleich da dann unsere tollen Framelits mit den großen Buchstaben verwendet. Ja, ich zeige dir mal, wie ich das gemacht habe. So, ich starte hier mit einem Farbkarton in Grasgrün. Der ist 10 x 15 und darauf klebe ich ein Designerpapier und zwar das aus dem Designerpapier im Block. Da ist auf der einen Seite hier die Schrift, aber fürs Baby passt natürlich wesentlich besser das. Und das klebe ich jetzt so aufeinander, dass am Rand noch so ein kleiner Rand halt von dem Grasgrün zu sehen ist. So, aus diesem super tollen Set mit den Framelits, mit den ganz vielen Buchstaben und richtig groß, habe ich mir drei ausgesucht und zwar soll das Ganze ja Baby ergeben. Also brauche ich das B, das A und das Y. So, und da ich ja Punkte habe, kann ich das ganz gut hier drapieren und kann das ganz gut ausrichten. Und das mache ich jetzt einfach mal. So, und wenn ich denke, das ist in Ordnung, dann fange ich mit den drei Buchstaben an. Und das zweite B, das stand sich dann im Nachhinein. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Okay, weiter geht's. Jetzt kommt eine Folie, und zwar ist die dann auch etwas kleiner als mein Papier, also etwa so groß wie das mit den Punkten. Das heißt also 14,5 x 9,5. So, und das klebe ich jetzt mit unserem Doppelkleber rundherum fest. So, jetzt nehme ich meine Buchstaben und lege sie da wieder rein. Und dieses Innenleben, das soll dann möglichst da drinnen bleiben. So. Beim A habe ich das jetzt hier und jetzt klebe ich diese, die ja jetzt raus sind, vorsichtig wieder fest und ja, dafür nehme ich halt auch so ein bisschen von dem Doppelklebeband. Dadurch, dass jetzt gerade jetzt bei dem A, das ja winzig klein ist, lege ich dann so die Ecken wieder da rein. So, und jetzt kann ich das hier so reingeben und wenn ich jetzt mein A rausnehme, dann ist das halt vollständig und genauso mache ich das jetzt hier mit den anderen Sachen. Cool, Baby steht. Jetzt kommt kommt erstmal meine Schachtel dran. Da brauche ich natürlich meinen Papierschneider und die Buchstaben kann ich bestimmt noch gut gebrauchen. So, und jetzt brauche ich für das Unterteil 15,8, also das sind 5, 6, 7, 8. Mal 20,8, das heißt also, ich schneide 2 mm ab. Das wäre hier. So. Und beim Unterteil, da falte ich rundherum 3 cm. Also das ist dann schon ganz simpel. Einfach hier auf 3 anlegen. Und rundherum auf 3 Falzen.
So, und für das Oberteil brauche ich 14 mal 9. So. Und da falze ich rundherum 2 cm. So, das hätte ich auch. Dann werde ich schon mal für die Eingriffe hier so, ich habe jetzt hier die Kreisstanze 1/3. Also du kannst ja entweder die Mitte einzeichnen oder, ja, ich bin da ja immer etwas, ja, es geht auch so. Aber wie gesagt, wer es ganz genau möchte, der zeichnet sich einfach die Mitte ein oder wie hoch das sein muss. Und dann ist es wirklich hundertprozentig. Also das ist dann beim Oberteil. Ja, jetzt wird das Ganze gut gefalzt. Wir können noch mal gucken, aber es sollte eigentlich passen. Genau. Ja. Okay, das gehörte da nicht hin. Dann wird, genau wie du das so kennst, werden die Seiten eingeschnitten und dann auf der gegenüberliegenden auch. So, dann guckst du, ob du richtig geschnitten hast und klebst das Ganze schon mal zusammen. Also mein Deckel passt, das ist alles fertig. Jetzt kommt hier dieses Teil obendrauf. Als Schüttelmaterial habe ich hier alles Mögliche verwendet. Also einmal hier zum Beispiel aus unserer Paletten, aus dem Palettenband, einfach ein Stück abschneiden und dann das Ganze so ein bisschen auseinandernehmen. Oder ich habe hier unseren Locher genommen hier und habe verschiedene Sachen verwendet. Zusätzlich habe ich noch die Konfetti-Stanze genommen, wobei mir die Kringel ein bisschen groß waren, die habe ich mir dann noch kleiner geschnitten. Ja, und jetzt soll das Ganze, mal gucken, wie es wird, eindrapiert werden. Also neu, falls du es noch nicht kennst, haben wir ja diese Abstandsstreifen. So, die sind etwas höher als die unsere Dimension, also als unsere Abstandspads. Sind natürlich auch doppelklebend. So, und die klebe ich mir jetzt hier auf mein Baby. Und zwar nicht ganz an den Rand, ich lasse ein bisschen Platz. Wichtig ist, dass es gut abschließt, dass da nichts durchfällt. So, jetzt kommt mein Schüttelmaterial hier drauf. Ich hoffe, es ist lang. So, und meine Folie, die reibe ich noch mal von innen ein bisschen mit Alkohol ab. So, und wenn das getrocknet ist, was ja recht schnell geht, nehme ich noch mal meinen Embossing Buddy und gehe noch mal damit rüber, damit sich das nicht so statisch auflädt. Jetzt ziehe ich hier die Streifen ab. Entweder ziehst du erstmal vielleicht nur ein oder zwei ab, musst du mal für dich entscheiden. So, und jetzt wird das Ganze hier aufgeklebt. Gut festdrücken, den Deckel vielleicht noch mal abnehmen, das Ganze noch mal gut drücken hier. So, da hakt etwas. Und jetzt habe ich hier meine Schüttelschachtel fertig.
Ja, und damit ist die Dose fertig. Da passen zum Beispiel ein paar kleine Babysöckchen rein oder ein kleines Mützchen oder ach, was dir da auch immer so einfällt. Und oder was Nettes für die Mama. Mach es einfach mal nach oder vielleicht hast du für eine andere Gelegenheit eine Idee. Darf natürlich nicht zu lang sein, das Wort. Aber die Buchstaben sind total toll und so als Schütteldose oder auch als Schüttelkarte. Ja, was ganz Besonderes. Und ich sage Tschüss aus Quickborn.